Okay, das schaffen wir also nicht. Die Rumpfintegrität wiederherzustellen. Das ist einfach. Es kostet einfach unglaublich viel Legierung. So viel produzieren wir halt überhaupt nicht. Das ist doch scheiße. Also ja, ich könnte vielleicht die Tycoon hier rüber bewegen. Dass das hier nicht so lange hin und her fliegen muss immer. Aber es ist jetzt halt auch zu spät. Ich hab's ja zwischendrin irgendwie versäumt. The crew's trust in your leadership is falling. Ja, 15. Naja, von mir aus ist halt so. Ich konnte es jetzt nicht ändern. A science ship has arrived at its destination. Wir haben die Daten mehrfach überprüft und können das Vorhandensein eines riesigen Trümmerfelds bestätigen, welches sich über eine Fläche von mehreren tausend Kilometern erstreckt. Im Zentrum befindet sich ein gigantisches künstliches Gebilde, das die Tycoon selbst in seinem zerfallenen Zustand wie ein Insekt aussehen lässt. Es wurden keine Signale entdeckt. Wir konnten drei zu untersuchende Bereiche identifizieren. Den Hauptkern des Gebildes, eine Sekundärstruktur, bei der es sich anscheinend um die Überreste eines Ladedocks handelt und ein besonders dichtes Trümmerfeld nahe der anderen beiden Gebäude. Wir empfehlen äußerste Vorsicht bei der Annäherung an diese Gebilde, da das dichte Trümmerfeld die Navigation erschwert und Kommunikation behindert. Die Bayerville hält sich am Rande des Trümmerfelds auf. Es wurde eine Route durch die zu untersuchenden Gebiete festgelegt. Wir gucken uns mal das Ladedock an. Vielleicht finden wir da ein paar Legierungen, um unseren komischen Rumpf zu reparieren. Jupiter haben wir da entdeckt, aber da ist ja nichts weiter. An accident has occurred in the Tycoon. A science ship team has completed a task. Ja, Hauptsache die Krankenstation ist kaputt gegangen. Wow. No more resources available to mine. Es sind hauptsächlich gefrorene menschliche Überreste, die das Ladedock umgeben. Und es gibt Hinweise darauf, dass es in diesem Gebiet nach einem Strukturbruch zu einem schnellen Druckabfall kam. Das Dock selbst wurde geplündert, teilweise demontiert. Es wurden einige was? Cairns hinterlassen. Angeordnet in Spiralform und mit behelfsmäßigen Materialien errichtet. Das Team fand einige Ressourcen, die nun zum Abtransport bereitstehen. Naja, gut. Machen wir die Forschungsstation wieder an. Produzieren ja auch ein paar Forschungspunkte zumindest.
gucken wir halt mal nach dem Hauptkern des Gebildes. Uranus, okay. Outer Hope ist das Subquest. Right. Aber ich vermute, dass in Outer Hope ein Haufen Eingefrorene liegen. Wir schließen uns erstmal wieder ein neues Eisenvorkommen. Bevor das hier noch zur Neige geht. Sonderheiten-Scan abgeschlossen? Wo? Ah, das mit dem Eisen, das ist halt so eine Katze. Ja, das ist eine Katze, so eine Sache. Komm schon, ich brauche nicht viele. Ich brauche ja noch an Forschungspunkten hier. A probe has completed its scan. Was ist denn? 3 Punkte fehlen mir noch. Silizium und Eisen, okay. Also ich denke, ich werde das dann auch mal irgendwann ein bisschen umstellen von den Sektoren her, dass ich quasi das Sektor 1, wo die Transportschiffe rankommen, oder das Transportschiff, wahrscheinlich werde ich dann noch ein zweites, ich würde das dann vielleicht umlagern, das Schiff, das Forschungsschiff, wenn das geht. Und dann hier quasi die Produktion machen. Also hier kommen die abgebauten Ressourcen rein, werden umgewandelt und dann auf die anderen Sektoren verteilt. Und in dem anderen Sektor, hier würde ich dann auch so ein Dock bauen, wo ich dann vielleicht mehrere Forschungsschiffe dran habe. Oder Forschungsschiffe und Mining-Schiffe. Denn die Mining-Schiffe bringen ja nichts mit. Und dann sehe ich hier vielleicht sogar 3 Transportschiffe dran ab. Ja, und dann ansonsten hier halt Nahrungsproduktion, dass das hier rauskommt, dass ich die Arbeitskräfte habe, um zu produzieren. Okay, erste Bilder zeigen eine riesige beschädigte Struktur, umgeben von Bögen, die sich von ihrer Mittelachse gelöst haben. Diese Bögen weisen extreme Verfallsanzeichen auf. Das Gebäude weist Sprengstoffreste, Aufprallspuren und Rückstände von unbekannten Waffenfeuer auf. Nach der Erkundung einiger noch zugänglicher Bereiche fand das Team der Bayerville einige verwertbare Ressourcen nahe eines zerstörten Versammlungsbereichs. Eine weitere Analyse ist möglich, aber zeitintensiv. Wir sammeln erstmal kurz das Forschungszeug ein. Und dann kann das Schiff von mir aus da weiter sammeln. Aber dann würde ich ganz gerne erstmal die Leute auftauen. So. Forschung, wie sieht's aus? Sehr gut.
Ja, im Prinzip ist es mir fast egal. Ich würde aber erstmal hier abschalten tatsächlich. Und würde hier lieber so ein Ding bauen. Na, das doch nicht. Den Straße bauen. Ich müsste ja noch andere Fabriken bauen, aber die kosten so viel Legierung. Krass. Wo denn? Sektor 2. Das Gebäude ist ja noch nicht fertig gebaut. Es geht aber auch gleich um. Übelst runter. Zweihundertfünfzig. Nach einer Untersuchung kam das Team der Bayer Will zu dem Schluss, dass der Ort vor der Zerstörung evakuiert wurde. Die Ausrüstung und Uniformen mit diversen Insignien deuten darauf hin, dass diese Einrichtung der UNO gehörte. Seltsamerweise wurden einige einbalsamierte Leichen in einem abgelegenen Bereich gefunden. Das Team konnte weder Ursache noch Ergebnis des Konflikts ermitteln, jedoch einige nützliche Ressourcen bergen, die nun zum Abtransport bereitstehen. Oh, jetzt kommen wir uns auf das Zimmerfeld an. Okay. Ah, hat er jetzt da drüben eine nähere Eisenquelle entdeckt. Jetzt zeige ich mal euren Müll ein bisschen schneller. An accident has occurred in the tycoon. Ja, es ist halt. Es wird ja hoffentlich gleich besser. Die Unfälle passieren ja, weil ihr überarbeitet seid. So, das heißt, wenn ich dann hier gleich neue Leute auftauen kann, schiebe ich die einfach hier rüber. Obwohl hier gar nicht mehr so viele Wohnräume frei sind.
Ach, das ist die Batterie. Also haben wir doch noch Wohnraum. Wir haben ja 60 Wohnraum hier drüben. Pro Zyklus. Und ich brauche aber hier, ich brauche 7 pro Zyklus für die Reparatur. Okay. Überall treiben Shuttle-Wracks. Die meisten gehören der UNO, aber es gibt auch einige mit dem Akronym SMK. Trotz der vielen Gefahren und der potenziellen psychologischen Auswirkungen durch die menschlichen Leichen konnte das Team der Bayerville einige bergungsfähige Ressourcen ausfindig machen. Sehr gut. So, ich hoffe, dass jetzt hier mal direkt die Legierung geholt werden. Hull integrity below 50%. Ja, das lässt sich gerade nicht ändern. Was ist denn hier mit... Kollege, wo bist du? Was ist da der Abbaucodes? Da jetzt. Ich finde es krass, dass hier unten schon fünfstellig einfach die Anzahl der Zyklen angegeben ist. Das könnte also sein, dass das Spiel ein bisschen länger dauert. Wir haben ein Signal abgefangen, das auf einer Dolus-Frequenz sendet. Die Signatur deutet auf das Vorhandensein einer industriellen Mineralgewinnungsanlage namens Stanford-Einrichtung hin. Wir gehen davon aus, dass die Stanford-Einrichtung viel nützliche Materialien beherbergt. Um sie zu bergen, müssen wir allerdings Teile der Anlage demontieren, um uns Zugang zu verschaffen. Es wurde ein Kontrollzentrum identifiziert. Es ist jedoch durch ein Tor versiegelt, auf das ein UNO-Logo gemalt wurde. Unter dem Logo befindet sich eine Nachricht in einer unbekannten Sprache. Wir wissen nicht, was sie bedeutet. Doch dort befindet sich auch ein spiralförmiges Symbol. Wir öffnen erstmal. So, ich hoffe, wenn er jetzt hier gleich direkt Legierung ran schafft, dass wir erstmal ein bisschen Puffer haben. Es werden Leute produziert. An accident has occurred in the Tycoon. Ja, ich habe hier die Kiste mal. Ich hoffe, die kommen erstmal. Hier in die 1. Sehr gut. Warum ist denn hier überhaupt die Arbeitsbelastung so hoch? Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch, okay, drei davon noch.
Dann kann erstmal wieder Eisen ran geschafft werden. 375. Ja, wir müssen erstmal den Rumpf reparieren. Ich finde es halt krass, dass ich halt tatsächlich nonstop 7 pro Zyklus brauche. Finde ich echt heftig. Sieben Legierungen. Ship team has completed a task. Oha. Den Eigenheiten von Mardukratsmitglied Philipp Stanford entsprechend wurde beim Betreten der Einrichtung akribisch organisierte Ressourcenpakete im Lager gefunden. Und für den Transport vorbereitet. Sehr gut. Dann sammeln wir erstmal wieder Forschungspunkte. Wenn ich ja mal ein paar Legierungen übrig hätte. Kommen da etwa nicht Arbeitsfähige raus? Was ist da los? Das kann ich ja auch nicht gebrauchen. Aber weißt du was, wir schicken die jetzt erstmal in Sektor 2. Denn hier ist zwar mehr Arbeit, aber hier sind Überstunden und deswegen passieren auch ständig Unfälle. Warum holt er jetzt nicht das da, sondern das da ran? A science ship has arrived at its destination. Unsere Sensoren haben eine anormale thermische Aktivität auf der Oberfläche des Uranus registriert. Diese Entfernung können wir Art und Quelle nicht feststellen. Kommandozentrale, empfangen Sie uns. Wir haben einen Baum gefunden. Es scheint unmöglich in einer solchen Umgebung. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist atemberaubend. Der Baum verliert die Blätter rapide. Doch die bilden sich sofort neu. Kristallisieren direkt aus den Ästen heraus. Die Wurzelstruktur scheint tief in den Planeten einzudringen. Ich hoffe, Sie empfangen unsere Bilder, denn es wirkt wie ein Fiebertraum auf mich. Wir führen meine Umweltanalyse durch. Wir machen den Baum nicht direkt kaputt. Was ist das bitte für ein Vorgehen? Oh, da steht ein Baum, der wächst sofort wieder nach. Lass ihn sprengen. Natürlich in Sektor 2. So, jetzt haben wir hier kein Eisen mehr, Leute. Das ist scheiße. Warum kümmert er sich hier überhaupt um so ein, um das andere Zeug?
Sieh zu, dass du Eisen rankriegst, Junge. Was haben die dabei? A science ship team has completed a task. Nach Abschluss der Analyse verschiedener Proben scheint der Baum fast vollständig essbar zu sein. Wurzeln, Blätter, Früchte. RNA-Proben deuten darauf hin, dass der Baum das Ergebnis umfangreicher biotechnologischer Experimente ist. Es ist unbekannt, wie er hierher kam und wer dafür verantwortlich ist. So, wir extrahieren erstmal die Forschungspunkte. Und dann müssten wir theoretisch schon das nächste erforschen können. Oha, sind hier gerade wieder ein Haufen Leute rausgekommen? Mich würde mal interessieren, was die Leute zu erzählen haben, die wir hier aus dem Kühlschlaf holen.